Der gefürchtete Minion.exe gegen 100 verschiedene Fahrzeuge in Teardown. Wer wird gewinnen? Guck dafür das Video bis zum Ende. Wir sind zurück in Teardown, Freunde. Und ja, wir haben hier heute den Minion.exe, der aufgehalten werden muss als allererstes hier mit diesem Kackfahrzeug. Wir gucken uns wieder ein Video von Crusher an. Also lasst mal ganz schnell ein Like und auch ein Abo da. Und das Fahrzeug war nichts. Ihr seht hier diese Farben auf dem Boden. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Kategorien. Rot ist natürlich die krasseste Kategorie und sind auch die krassesten Fahrzeuge. Also es lohnt sich bis zum Ende zu gucken. Hier erstmal dieses Auto ist gute Auto. Und ja, das ist so leicht, das bringt original gar nichts. Aber eventuell ja dieser Trike-Auto hier. 160, 170 und rechts seht ihr auch die kmh-Anzahl. Oh, jetzt aber, komm schon. Ja, nochmal drehen hier. Und schön voll. Guck mal, guckt euch den überhaupt mal an. Guckt euch den Minion.exe mal an. Der hat jetzt richtig so Laseraugen, ne? Okay, vorletztes Fahrzeug aus der allerersten Kategorie. Hier so ein roter, kleiner Flitzer. Wow, ist das Herbie? Alter, keine Ahnung, was ist das? Irgendwie so ein komischer, kann ja auch so ein Herbies Bruder oder sowas gewesen sein. Letztes Fahrzeug aus der ersten Kategorie und... Das Fahrrad, Freunde, das wollen wir gefühlt gar nicht nehmen. Deswegen kann man das hier mal einfach über die Reling schmeißen. So, weg damit hier. Weg mit dem Teil. Okay, okay. Das war die allererste Kategorie. Es kommt nichts mehr raus. Gehen wir über zur nächsten. Ihr seht, es kommen schon größere Fahrzeuge als eben gerade. Ja, diesmal jetzt einfach mal so ein Kran. Wow, oder so eine Hebebühne. Oh, komm schon. Drehung, Drehung und rückwärts vielleicht noch... Na, das hat ja gar nichts gebracht. So, aber hier der blaue, was ist das, so ein blauer Lamborghini oder Tesla-Truck oder Cybertruck oder irgendwie sowas, oder wie? Und rein! Das erste Mal guter Schaden mit dem Boost hier. Kriegt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr? Nein, ja, ja, doch, 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 alles gut, alles gut. Und hier wieder raus. Ich sag's euch, das wird hier wieder ein Schweizer Käse, ne? Step by Step heißt hier, ist die Devise hier. Okay, jetzt mit diesem, was ist das, so ein Käferauto? Sprung rein hier in die Augen. Oh, na toll, okay. Das ist wirklich so, als würde man gegen so ein Metallgehäuse fahren. Also wir müssen irgendwelche krasseren Fahrzeuge auspacken, damit wir in den Kern des inneren Minions kommen, ne? Oh, hier dieser Militär-Jeep und rein! Ganz toll, Freunde. Wenn ihr übrigens sehen wollt, wo ich mal im Urlaub bin oder was auch immer, aber aus meinem echten Leben, dann folgt mir auf jeden Fall gerne mal bei Instagram, Freunde. Macht das. Der Link dazu in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Ja, dieses Fahrzeug. Oh, jawohl! Ja, mein Gott, ey, das war ja gar nichts. Was soll das denn sein? Es ist irgendwie, das ist aber nicht das Geisterauto, oder? Aber guck mal, das scheint es auszuhalten, die Laserstrahlaugen. Rein hier. Oh, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, okay. Das TNT-Fahrzeug, ihr alle kennt es, Freunde. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass und es kann auch explodieren. Ich hoffe nicht, dass es schon früh drauf schießt. Nee, alles gut. Ah, er schießt einfach eine Sekunde, bevor wir ihn getroffen hätten, drauf. Die Kategorie ist auch voll, ihr seht es. Jetzt gehen wir weiter zur nächsten, zur gelben Kategorie. Hier das Polizeiauto. Schön Speed, schön Speed, schön Speed. Und rein, rein. Ja, jetzt aber, komm schon. Nicht da rein, auf die, nicht auf die TNT, sondern rein in den Minion, sag mal. Vielleicht hier mit diesem Cabrio. Und durch hier. Ach, komm schon, das muss ja wohl mal möglich sein, dass wir da mal wenigstens ein bisschen Schaden hinbekommen. Naja gut, aber ganz entspannt, alles gut. Okay, hier mit diesem roten normalen Auto vielleicht. Guckt euch diese Laseraugen an, die schießen das Ding direkt gefühlt schon komplett Schrott. Und ich muss da, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Der haut, der nimmt uns hops hier, der Minion. Wie stark ist der? Vielleicht müssen wir uns auch auf die Arme fokussieren, dass die sozusagen zuerst abfallen und dann... Ja, das könnte was sein, das könnte was sein. Ich würde mal sagen, geh mal vielleicht lieber erst auf die Arme, dann bringt das vielleicht ein bisschen mehr. Oder hier mit der Rampe. Die Rampe als Schutz und rein hier in die Augen. Ja, sehr gut. Vielleicht auch die Augen kaputt machen, damit er nicht mehr mit dem Laser schießen kann. Der hat es jetzt schon gereicht. Ist das Auge jetzt schon stark genug beschädigt, dass er nicht mehr mit dem Laser schießen kann? Von uns aus linken Auge? Wir werden es mal sehen, Freunde, ob er es noch mit dem Laser schießen kann. Und das hat original gar nichts gebracht. Okay, Laser sind noch am Start. Aber die Augen sind ja schon mal in die richtige Richtung, würde ich sagen. Weil wenn die Laser nicht mehr sind, dann hat er nur noch seine krassen Krallenhände. Also, aber ich glaube, mit den Krallenhänden kann der nicht viel anrichten. Wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. Wir kommen gefühlt auch nicht richtig nah an den Rand. Wir müssen noch näher kommen. Oder vor allem noch ein größeres Fahrzeug haben, was nicht so schnell broke geht. Was ist das hier? So ein Drag Race Auto, ne? Sieht cool aus, muss ich sagen. Wie findet ihr das? Oh, schön. Slalom, Slalom. Und jetzt am Sprung. 150. Ja, naja, das war auch nichts, ne? Das Auto ist Schrott. Oh mein Gott. Okay, jetzt geht's ab hier, Freunde. Komm schon mit dem Teil. Vorletztes Fahrzeug aus der gelben Kategorie. Jetzt muss das aber jetzt mal was werden hier. Der schießt so krass. Die Karren drehen sich halt die ganze Zeit. Wir brauchen das gefühlt gar nicht probieren. Aber es ist noch nichts verloren. Die rote, krasseste Kategorie kommt ja am Ende. Die kommt erst noch. Okay, letztes Fahrzeug aus der gelben Kategorie. Ja, ich hätte mir ein bisschen geileres vorgestellt. Aber es ist okay. Ist okay. Sag mal, die Arme, die sind ja aber auch wirklich, ne? Also da muss man nichts zu sagen. Ja, das war's jetzt mit der Kategorie. Es geht rüber hier zur Orangen.
Direkt das Bohrerfahrzeug als allererstes. Das ist auf jeden Fall aus Titanium und kann nicht kaputt gehen von dem Laser. Und wir bohren uns hier durch, direkt das allererste Fahrzeug. Na, aber auch nicht den Schaden, den ich mir erhofft habe, ne? Oh, jetzt geht's los. Ja, ich sag's euch, jetzt ist hier wirklich Tacheles. Jetzt kommt hier einfach mal so ein riesiger Gabelstapler, der auch langsam nur kaputt geht. Und, boah, Headshot einfach rein, Freunde. Das ist das, was ich meine. Einfach mal ein cleaner Headshot und direkt... Oh, gerade los, aber und direkt clean durchgeflogen. Also, so viel Schaden haben wir die ganze Runde noch nicht gemacht. So ein Humvee oder sowas, ne? Ja, das könnte so ein Humvee sein. Oder ist so ein Humvee. Und Absprung, ja. Die sind ja ziemlich, ziemlich schwer und kalten auch viel aus. Aber ich habe mir da mehr Schaden erhofft. Bisher sieht es sehr schlecht aus. Wir müssen jetzt langsam echt aus der Reserve kommen, damit wir hier den Minipunkt extra noch besiegen können. Oh mein Gott, dies geht ja 5 Rampenauto. Ich glaube, ihr kennt es alle. Wow, Alter. Was hat denn das geleckt? Gerade durch den Kopf einmal durchgepäst wie so ein Pfeil, ne? Nicht schlecht, sag mal. Ja, auch nicht schlecht, würde ich fast sagen. Also das ist auch ein sehr, sehr krasses Fahrzeug. Vor allem kann man das auch nicht kaputt machen. Und rein hier. Wichtiger Schaden, Freunde. Wichtiger Schaden, aber auch nicht genug. Da muss mehr gehen. Oh mein Gott, guckt euch den mal an. Einfach so ein riesen Bagger. Oh, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Alles gut mit dem Teil. Könnte es funktionieren, dass wir genug Schaden machen? Ein bisschen, ja, Step by Step, Freunde. Ich habe es eben schon gesagt, aber der Bagger macht hier auch nicht so richtig viel. Wo ist er hin? Das letzte Fahrzeug aus der orangenen Kategorie und Durchschuss! Naja, aber auch nicht so wirklich. Also bisher sieht es wirklich miserabel aus. Da müssen wir jetzt echt noch ein bisschen krassere Fahrzeuge spawnen können, damit das hier was wird. Ne? Vielleicht dieser riesige LKW. Schön Anlauf, ja, Slalom. Er scheint nicht kaputt zu gehen von den Laseraugen, aber die Hände sind das Problem. Die Hände sind die ganze Zeit das Problem. Der schießt halt damit so schnell. Der schießt schon, sag ich schon. Der haut damit so schnell rum, Freunde. Da können wir gar nicht ausweichen. Was ist denn das jetzt für ein Quattro-Decker? Und da oben einfach so ein Gaming-Setup drauf. Bestimmt auch entspannt. Oh, was? Ich hab nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Mit einem einzigen Fahrzeug direkt so viel Schaden. Okay, dann ist auch noch gar nichts verloren. Dann muss da ja nur einmal ein krasses Fahrzeug kommen und dann war es das. Und da wieder raus, Freunde. Guckt es an, der Quattro Decker hat hier wirklich ordentlich Arbeit geleistet. Nächstes Fahrzeug. So ein Desert-Panzer, ja. Ich bin sehr gespannt, ob der das jetzt schafft. Der kann nicht schießen, glaube ich, aber der hält viel aus. Also von daher denke ich auch mal, dass das was wird, ne? Auf die Arme drauf. Oh, jetzt gehen die Taktiken hier los auch, oder was? Auf die Arme, damit die Arme abfallen, damit er nicht hier mit seinen krassen Krallen einfach uns nach oben steuern kann, ne? Ja, ja, dieser krasse LKW. Oh, da hat er weggeguckt. Was? Auch hier wieder ein Headshot und durch die Augen durch. Es könnte sein, dass an diesem Auge jetzt einfach schon der Laser broke ist, ne? Dass der auf dem Auge nicht mehr mit dem Laser schießen kann. Wir können mal ganz kurz gucken. Schießt er jetzt? Nee, guckt mal, der Laser ist Schrott, Freunde. Der ist einfach kaputt gegangen und er hat jetzt nur noch ein einziges Auge mit Laser, wo er rausschießen kann. Also doch, ist noch nichts verloren, Freunde. Wir haben noch eine ganze Kategorie vor uns. Alles gut. Okay, jetzt da schön ein bisschen drin rumfahren, ne? Ein bisschen so ein kleines Loch machen hier in den Schweizer Käse. Okay, nicht schlecht. Das TNT-Fahrzeug wieder am Start und Sprung! Boah, was eine Explosion. Aber der Arm ist noch nicht abgegangen. Es hängt nur noch an so einem ganz, ganz kleinen Teil. Okay, jetzt hier, komm. Vorletztes Fahrzeug aus der vorletzten Kategorie. Er schießt sie wieder mit den Lasern rum, der Minion. Minion Breaks, was war's jetzt mit dir? Hier rein, los! Auf den Arm. Nein, so doch nicht. Oh, nee, ne? Ich glaub's nicht. Na, das war ja gar nichts. Ach, Mann. Oh mein Gott. Vorletztes Fahrzeug oder welches ist das jetzt? Ja, das vorletzte Fahrzeug. Und es ist so ein riesiger Panzer. Wow, was ist mit der Kanone oben drauf los? Was treten die sich so schnell? Ist die Schrott oder was? Und es laggt ja auch schon einmal geköpft oder was passiert hier? Wichtiger Schaden, Freunde. Er hat wirklich echt in den letzten Fahrzeugen, der Minion, hat in den letzten Fahrzeugen echt heftigen Schaden bekommen. Ich kann mir vorstellen, das ist das. Oh mein Gott, das letzte Fahrzeug aus der Kategorie. Ich kann mir vorstellen, das ist einfach ein Hacke-Peter. Fahrzeug oder was? Oh Gott, der zerhackt hier einfach alles. Der Minion Poexel wird jetzt hier zerhackt oder wie? Und hacken! Ja! Und das war es mit dem einfach mit dem linken Arm, Freunde. Der ist einfach kaputt gegangen und abgefallen. Dann kann er uns damit jetzt auch keinen Schaden mehr anhaben. Das war es auch mit der Kategorie. Es geht jetzt über zur nächsten und zur letzten, zur krassen Kategorie und direkt das TNT-Fahrzeug noch ein drittes Mal. Na toll. Also jetzt haben wir es schon dreimal und diesmal ist es wirklich mega, mega groß. Das ist jetzt das finale Fahrzeug. Das könnte schon sein, ne? Schön Anlauf und auf den anderen Arm. Bam! Und das TNT-Fahrzeug macht es tatsächlich. Der andere Arm fällt ab. Er hat nur noch einen einzigen Laser aus dem rechten Auge von uns aus. Oh, das ist Auge auch schon Schrott. Die Laser sind alle Schrott. Aber jetzt hier nochmal zur Sicherheit. Geht's nochmal mit dem Panzer rein, damit auch das Auge ganz, ganz sicher Schrott ist. Wow, pass doch auf da. Und jetzt hat er gerade getreten. Sag mal, ich wusste gar nicht, dass der Minion treten kann.
Habt ihr es gerade gesehen? Er hat einfach getreten und der Panzer landet da perfekt. Ja, das Fahrzeug können wir auch vom Anfang, ne? Okay, mit diesem Kackhaufen versucht er jetzt hier den meisten Schaden zu machen. Oh, Anlauf und Reini! Alter, ich sag's euch auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich habe mir ein bisschen mehr ausgemalt, ne? Ich habe ein bisschen gehofft, dass es ein bisschen mehr Schaden wird. Aber ich sag euch, in einer der nächsten... Da kickt er uns schon wieder. Wächst aber, ich bin noch kein Fußball. Vorletztes Fahrzeug aus der krassen Kategorie. Guckt euch diesen riesigen Panzer bitte an. Wie krass ist der denn bitte? Okay, sehr, sehr krass. Heute kommt schon. Damit schaffen wir es jetzt aber, den Minion zu Fall zu bringen. Los! Oh mein Gott, der ist doch, hat doch schon Schieflage oder was? Oder sieht das nur so aus? Ich glaube, ich habe eine unsaubere Optik hier. Okay, okay, passt, passt, passt. Aber auf guten, auch guten Schaden gemacht hier, ne? Von innen wieder so wie ein Schweizer Käse aufgeteilt hier. Also auch nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt gleich echt das letzte Fahrzeug ist, was hier den nötigen Schaden machen kann. Der Teardown Bulldog. Okay, ich habe nichts gesagt, Freunde. Mit dem Ding ist alles möglich. Das kann den Minion jetzt komplett wegkicken und... Das Fahrzeug haut den Minion komplett in zwei Teile. Guckt euch an. Das war es mit dem Minion. Wir haben ihn tatsächlich noch mit dem letzten Fahrzeug besiegt. Guckt euch das an. Wir haben ihn besiegt, Freunde. Das war es mit dem Video. Lasst ein Like und noch ein Abo da. Check Crush ab. Du bist ein. Check in eins von den anderen Videos aus. Folgt mir auf Instagram. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.